Und haben Sie in Erinnerung optisch, wie die aussahen? Ja, das ist wie so ein Fischkopf, also so Fischkopf. Oder so Frosch, so Froschauge, so große, ne? Und das ist eine gute Erinnerung. Irgendwelche Farben? Was mir hauptsächlich Farbe kam, war grau. Also, aber was mir aufgefallen ist, kein Hals geht so. Kein Hals in mir, da war der Kopf quasi auf dem Körper drauf. Ne? Mhm. Und Hände wie so Fischflossen. Also keine so Finger wie mir. Ne? Dann war das Zischen wieder da und das große Ding. Das große UFO war ja hier gestanden oben. Ach, das war auch, das war während die hier unten waren, oben gestanden? Ja. Und dann war das Zischen wieder und die waren weg. Und so schnell war auch das UFO weg. War wieder auch das UFO, ja, weg. Und dann ist bei mir der Schock gekommen und die Angst. Und dann bin ich hinter rumgelaufen. Ja. Und dann so eine dicke Glasscheibe eingeschlagen und dann da um Hilfe gerufen. Ja. Ja, und Ihr Freund, wo war denn der? Der war der ja wohl am Anfang der war dabei. Der war oben. Was ist oben? In der Wohnung, der war so, in dem Café Waldeck wohnt, Und der hat so Angst gehabt, der hat sich eingeschlossen. Die zertrümmerte Glasscheibe einer Haustüre, Schnittverletzungen an Lothars Hand und eine Hausbewohnerin, die Einbrecher vermutete und die Polizei alarmierte. Das war das Szenario jener Nacht. Die Beamten trafen wenige Minuten später ein und fanden den blutverschmierten Lothar S. vor. Die Polizei mitgenommen, auf die Wache nach Vordershafen. Ja. Eingesperrt. Eingesperrt. Zuerst eingesperrt. Weil das nicht geglaubt haben, was sie erzählt glaubt haben, oder? Ja. Haben Sie das erzählt, das was Ihnen passiert ist? Das haben sie denen erzählt, der Polizei. Mhm. Mhm. Und wir haben ja einen Flugplatz in Vordershafen auch. Die ja auf dem Radar nichts entdecken können. Ja. Und dann haben sie gesagt, ja, wenn das so ist, wir glauben das sowieso nicht. Du bist da in der Wirtschaft geguckt, das haben sie auch gesagt. Und viel gekippt? Ja, ins Krankenhaus. Ach so. Zum Blutabnehmen. Und ist das gemacht worden? Das ist gemacht worden, null Ergebnis, also ganz rein. Mhm. Also haben sie mal da also schon gewusst. Also keine Alkoholerscheinung? Gar nichts. Ich muss also quasi vom Krankenhaus wieder herfahren, ans Waldeck, dass mein Auto holen kann und heimfahren.